Thank you.
Oh,
Fusion gemixt mit Gitarrenmusik, sieht man nicht so oft, aber das ist unsere persönliche Note für euch alles heute. Und die Brahmas Samhita, das ist natürlich sehr, sehr, sehr viele Verse. Das wirkte wahrscheinlich jetzt schon lang, das waren glaube ich nur 5 davon. Das wurde ursprünglich von Lord Brahma, der Schöpfer des Universums, angesehen wird. Das war eine Opferung zu Govinda, nachdem er die Schönheit des Universums und die Kraft von Gott wirklich erkannt hat und erkannt hat, dass er selber nur ein Instrument war und nicht wirklich der wirkliche Schöpfer. Dazu sagen, Gott hat es nicht möglich zu arbeiten. Die Schöpfung ist ein unglaubliches, sag mal, Schöpfungsakt. Das macht er nicht selbst oder zumindest schickt er seine Erweiterungen, um das zu machen. Und das ist Lord Brahma. In der Bibliothek, wenn wir gleich reingehen, haben wir da ein Bild von Lord Brahma. Er kann tausende von Köpfen und Gesichter haben und von Armen, weil er muss in alle Richtungen des Universums schauen können. Und wie er, bevor er verstanden hatte, seine Aufgabe verstanden hat, dieses Universum zu kreieren und zu füllen, war er im Dunkeln da und wusste nicht, was er tun sollte, bis er dann die Stimme von Gott bekommen hat und die Anweisung von Gott bekommen hat, was er zu tun hatte. Und so ist das die Geschichte, wie Lord Brahma die Anweisung von Gott bekommen hat, dieses ganze Universum mit Lebewesen zu füllen. Unter Gottes direkte Anleitung. So, jetzt es ist die Uhr, Dankeschön. Ich hoffe, heute halt, meine Frage ist, sollen wir gleich da sein oder sollen wir noch einen kurzen Kletter machen? Also, ich denke, die gehen, weil wir haben heute Morgen das alles gemacht, das machen wir nicht, ja? Okay? Dein Handy liegt da dran. Wobei dann wird es so, wir gehen jetzt zur Bibliothek. Der Chakravarti.